Also, Problem ist halt, dass man unmenschlich viel Warenhäuser jetzt braucht. Weil die sind halt auch recht hoch alle jetzt geboostet. Du wirst das Schiff schon schaukeln. Wenn man dann jetzt auch noch 50% Arbeitsmoral oben drauf haut, dann produzieren die verdammt schnell. Nicht nur schnell, sondern auch viel. Und selbst das ohne doppelte Geschwindigkeit. Ja, ja, wobei, die Menge, die ich jetzt hier gerade habe, habe ich auch immer bei doppelter Geschwindigkeit. Also es kann sein, dass wir sogar noch mehr von den Dingern bauen müssen. Frachtschiff steht bereit. Solange wir sie unterhalten bekommen, so ist wahrscheinlich das Problem. Angenehm. Wir haben Arbeitskräfte. Weißt du, was das bedeutet? Shift, ausbauen. 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 Oh, ich habe keine Baumaterialien mehr. Und ich habe ein paar zu viele Arbeiter. Aber auch nur so ganz minimal zu wenig. Ich kann hier doch sicherlich noch ausbauen. Ja. Was stellt ihr euch schon wieder so an? So. Ich bin sogar so nett und schraub euch jetzt die Arbeitsbedingungen runter. Also stellt euch jetzt nicht mehr so an. Kriegt man Investoren leicht hochgepusht? Nicht wirklich. Das einzige wäre ein Rathaus. Neue Befehle? Na gut, packen wir da gleich ein Rathaus rein. Wie sieht's eigentlich aus? Sind die Schiffe mittlerweile da? Wahrscheinlich nicht, oder? Nee, noch nicht. In Sicht. Wo haben wir hier eigentlich eine Aufgabe? Wir haben ja angeblich irgendwo eine Aufgabe. Nö, mein Aufgabenbuch ist leer. Ja, meins auch, deswegen wundert mich das, aber wir haben auf der Karte einen Stern. Das ist halt eine Aufgabe eigentlich. Ja, wir sollen was bergen. Uns fehlen Waren. Oh, keine Ahnung. So. Wir fehlen die Rohstoffe. Das heißt, wir schiffen alles, was da transportiert ist, dahin. Hier werden Tiger gefunden. Vier Sachen. Okay. Das war das, was geblinkt hat. Ah, gut. Okay. Ein Tiger. Danke. So, da wird jetzt noch Zement dahin geschifft mit dem Kutter. Die Insel eines Konkurrenten und ausbeuten. Standgehalten. So, irgendwann müssen wir dann mal gucken, dass wir die ganzen Handelsrouten mit Ausbeuten dann halt auch optimieren noch. Aber solange wir nicht so viele Teile produzieren können, lohnt sich das nicht. Ja, müssen ja erstmal gucken, dass wir langsam dann die Frachtschiffe rankriegen. Ja. Gut. Etwa alle 20 Minuten können wir dann ein Frachtschiff produzieren. Aktuell oder was? Ja. Okay. Nennen wir mal die Insel um. Ressourcen. Ich produziere mal noch ein Frachtschiff. Und immer wenn ich sehe, dass wir es machen können. Ich habe 56 Holz zu wenig. hier ist sogar noch ein Lehmvorkommen auf der Insel. Kann man das sogar noch mit anzapfen? Man merkt auf jeden Fall, dass du aufgebaut hast. Unsere Bilanz. Ja. Ich finde das nicht so toll. Ich kann eigentlich erstmal alles pausieren. Auch wenn ich es interessant finde, dass man nicht mal sieht, dass sie pausiert haben. Sieht man das normalerweise nicht? Mit so einem blinkenden Icon? Ach, habe ich noch nie mitgearbeitet. Mir war das immer egal. Okay. Das Schiff ist von der Überfahrt zurückgekehrt. Na gut, wird schon richtig sein. Oh, ich habe die ganzen Icon nicht mehr. Ich habe auch keine Icon mehr über Eisenvorkommen und sowas. Sie haben ein neues. Hab mal raus und wieder rein oder gehen die neue Welten wieder raus? Habe ich gerade. Raus und wieder rein bringt auch nichts. Shit. Du hast mir eine Menge Fenster geschickt, aber viel zu wenig Stahl.
Ich konnte nicht mehr Stahl schicken. Ich hatte nicht mehr. Okay. Da musst du mir ein neues Schiff gleich schicken. Ja, ist kein Problem. So. Haben wir noch irgendwas auf der Insel, was ich ausbeuten kann? Hier sind noch 3 Steinkohle und noch Kupfer. Ja gut. Alles bereit. Hast du einen Clipper auf Expedition geschickt? Kann sein, ja. Weil der fährt nämlich nicht los. Ich nehme den mal raus. Stahlbeton, shit. Nervt, dass das in mehrere Ölraffinerien bauen musst für ein Ölvorkommen hier. Den Radius der Ölraffinerien erhöhen? Nee. Nicht, dass ich wüsste. Das heißt, wenn ich die beiden Teile hier demnächst noch haben will, nochmal extra eine Ölraffinerie bauen? Seltsend. Wahrscheinlich ja. Bis ans Ende der Welt. So, Kohle, Kohle. Ach du Schande, ey. Also, mit 4 Kohlevorkommen haben wir hier, glaube ich, schon gut vorgesorgt. Also, das hat's echt in sich. Ist es, in die richtigen Leute zu investieren. Da ist ja ein anderes Schiff noch mit Ja, ich habe 2 geschickt. Achso. Eines Tages an diese Küste zurückkehren. Dann müsste das reichen. Die 5 einmal zurück. Und dann können wir jetzt gleich anfangen, ordentlich Zeug hinschicken zu den neuen Inseln. Oder zu der neuen Insel. Ach, shit. Kann man... Ne, Mist. Man kann nicht mehrere auswählen, man kann nur global auswählen. Schade. Weil ich weiß jetzt halt nicht, ob wir sowas wie Eisen und Co. genug produzieren. Weil wir das ja nicht global haben in der Statistik. Ja, wobei doch Eisen schon, aber Holz... Ja, doch, Holz hast du überall im richtigen Verhältnis gebaut, oder? Ja. Das heißt, das kann ich auch gucken. Lehm hast du höchstwahrscheinlich auch im richtigen Verhältnis geguckt. Ja, doch, dann kann ich es doch machen. Ja, so ein Ölbohrturm ist ja verdammt teuer. Jo. Ja, unverschämt. Das hier. Ach, ist das angenehm, dass wir hier bald sehr viel wegreißen können. Das freut mich ehrlich gesagt. Ich glaube, ich will hier auch noch einen Pendlerkarfen hinbauen. Ja. Nein, kannst das... Kannst hier gleich eine Ölcharterroute aufstellen, wenn du magst. Liebend gerne. Verlieren die immer noch Öl auf dem Weg? Nee. Noch nie Öl verloren auf dem Weg. Dann haben wir leichte Mengen verloren. Wäre mir neu, um ehrlich zu sein. Ich wüsste Ihre Hilfe sehr zu schätzen. Ach ja. Ich wollen wieder Arbeit haben. Wieder Aufmerksamkeit haben. Also, mich wundert das ehrlich gesagt, dass wir so wenig Nähmaschinen produzieren, dass der anscheinend nie losfährt. Ja, man nennt das Slot belegt. Ja, ich baue mal noch eine Nähmaschinenfabrik. So. Dann einmal Kupfervorkommen. Ja, passt. Dann. Na, die beiden Routen. Ach, Mist, ich habe Zink vergessen. Das brauchen wir ja auch noch. Zink, Zink, Zink. Da. Oder Messing. Nicht Zink. Ich bin gerade am Überlegen, wie viel wir davon brauchen. Bauen wir mal 3 Stück, das passt hier gut rein ins Muster. Im schlimmsten Fall, das ist ja alles upgradable. Ja.
Kannst du mal zu der Produktionsinsel hingehen, ob über den Gebäuden bei dir irgendwie so ein Pfeil oder irgendwas schwirrt? Ja, gut. Pausiert. Wollen wir denn mal kurz neu laden? Können wir machen. Danke. Weil das triggert doch so ein bisschen. Ja, mir egal, wie wir speichern. Titelbildschirm. Uff, wir haben schon wieder 400.000. Die 300.000 ausgeben ist auch vollkommen egal gewesen gerade. Entlade aktuelles Spiel. Gut, wir sind auch schon seit einer Stunde dabei, ne? Ja. So, aber ich habe nach einer halben Stunde oder sowas um den Dreh Ding gemacht. Wie heißt denn das gekauft? Aber die 20.000 Bilanz ist sowieso nichts. Ich hatte nachher bei 400.000 Einwohner oder sowas hat man eine Million Bilanz plus. Ja gut, bei Investoren, die alles bekommen, was sie haben wollen. Nee, ist nicht mal. Also ich mache keine Vollversorgung. Ich mache eigentlich immer nur Lux, also nur das Minimum. Weil sonst kriegst du nicht so viele Einwohner zusammen, weil kostet halt alles Platz. Kriegst du noch mehr Investoren, wenn du deren Bedürfnisse erfüllst, abgesehen von Luxus. Ja, deswegen. Also alles bis auf Luxus erfülle ich halt. Ach so. Und dann hat man halt so ein paar Leute zusammen. Wenn man eine Bank reinpackt bei einer vollen Investoreninsel, kriegt man nochmal 20.000 bis 30.000 Bilanz teilweise plus. Also nur für ein einziges Gebäude. Aber man haut dafür halt, ja, ich würde sagen 30, 40 Gebäude weg. Wir bitten lediglich um etwas Schutz. Wow. Annehmen. Wo ist das Gebäude? Wo ist das Teil? Hast du nie Dinge in Frage gestellt? Was denn? Statt Stahlbeton verbraucht er Lehm. Also statt Stahlbeton benutzt statt Stahl Lehm. Was? Ja. minimal bastet? Ja. So, auf welcher Insel ist denn der? Schendalei. Wo ist denn Schendalei? Das ist meine Insel. Ah, okay. Steht sogar ein Schiff. Dementierer. Ah nee, das ist nicht deins. Alter, damit kannst du ja Beton ohne Ende produzieren. Ja, Stahl ist gar nicht das Bottleneck. Ja, aber Zement. Ja, aber... Ach, statt Zement! Ja, statt Zement benutzt der Lehm. Ich hab statt Stahl gelesen gerade. Zement ist eine der teuersten Minen überhaupt. Ein bisschen Baufußstand, aber... Ich bin gerade am überlegen, ob sich das lohnt, weil wir müssen dann halt in viel, viel mehr Inseln... Ich glaube, das lohnt sich gar nicht. Wir haben eins, zwei, wir müssten erstmal 8 Lehm so abbauen, nur für die Ziegelproduktion. Und wir bewirtschaften gerade 9. Ja, aber ich kann in der neuen Welt richtig viele Lehmminen aufbauen. Von mir aus frei. Ja, ich bin gerade echt am Überlegen, ob sich das lohnt oder nicht. Ich glaube aber schon. 7 Lehmminen, 4 Lehmminen, 3 Lehmminen. Ja. Nochmal 3, 2, keine. Das Schiff wolltest du haben, oder? Nee, das nicht mehr. Das hat die Expedition ja schon losgeschickt gehabt. Bei welcher Insel kann ich Öl abholen? Mittlere, genau, da wurde gerade drüber was gehasst. Ah, okay. Ist echt angenehm, dass du den Stream nebenbei guckst. Ja, eigentlich müsste ich No Way wieder anmachen, aber... Oh, okay. So. Ich bin gerade am überlegen. Ich kann nebenbei auch einen anderen Streamer gucken. Ach ja. Beziehungsweise. Ich weiß halt nicht, wie viel die verbrauchen. Wenn die 1 zu 1 verbrauchen, brauchen wir echt verdammt viel Lehm. Die Frage ist, ob du dann immer noch Beton benutzen kannst und ob du nur noch Lehm benutzen kannst. Nee, das ist nur noch Lehm. Das ist ein Ausschluss in dem Moment. Gut, du kannst die Handelskammer ja auch so hinsetzen, dass es nicht alle beeinflusst. Ja, ich bin gerade am Überlegen, das explizit so zu setzen, dass es nur die beeinflusst. Also in etwa hier so hin.
Shit, da krieg ich denn keine Straße mehr lang. Dann muss es so gehen. Na, naja, das ist mir zu viel, was da weggeht. Das Problem ist, ich kann halt auch nicht einen Platz weiter nach oben, dann ist halt das letzte Quarzvorkommen. Wobei, doch könnte ich. Ich könnte den Hafen hier weiter hinstellen. Den auch. Dann kann ich hier noch ein ganzes Stück umbauen. Ha! So. Kriege ich das da vielleicht sogar ziemlich mittig hin? Nee, schade. Nicht ganz mittig. Aber fast. Der Bruder von Jenny gerade ein bisschen am Ragen? Nein, Jenny ist am Ragen. Ah, okay. So. Nicht nachfragen. Ist sie am Spielen wieder GTA? Nö, Sea of Thieves. Ach, Sea of Thieves. Und jetzt könnte ich nochmal wieder alles ein, zwei Stufen, eine Stufe nach hinten schieben. Und vielleicht noch drei zur Seite, dann habe ich da den Knick sogar nicht drin. Ne? Warte mal, wenn ich das... Okay. Ja, ich baue nochmal wieder alles um. Aber das ist halt... alles eins nach hinten schieben? Nee, nicht ganz. Achso, ja, ansonsten hätte ich gesagt, du kopierst es, ich reiß es ab. Stimmt. Die Funktion wäre ja da ziemlich hilfreich, ja, wenn du das eins nach hinten schieben willst. Also ich will es komplett verschieben, da ist es genauso hilfreich. Tanzen und Walzer mit den Gebäuden? Ja. was anderes kann man dazu, glaube ich, nicht sagen. Also ich bin leider ein ich bin halt ein Perfektionist. Ja, ich wusste ja, worauf ich mich einlasse. Ja. Ja gut, aber wir planen ja auch nicht jetzt irgendwie, keine Ahnung, in 10 Tagen oder sowas fertig zu sein mit dem ganzen Projekt. Dein Grund dafür, dass du den Pendlerkai nicht angeschlossen hast? Ja, weil ich den umgesetzt habe. Achso. So. Weil ich muss jetzt halt so möglichst effizient platzieren, dass ich möglichst viel mitkriege. Shit. Heavy. Achso, so kann man kopieren. Okay. Ah, so kann ich alles kopieren. So. Willst du einmal kurz löschen alles? Mhm. Das ist schade, dass man die Kopierung nicht zwischenspeichern kann. Ja. Hast du genügend Lagerplatz, dass wenn ich die Sachen hier abreiße? 250, glaube ich. Guck aber lieber mal nach. Er kopiert sogar, was gebaut ist und was, Ja, der hat 250. Ja, kannst noch einiges abreißen für. So. Boah, Glück gehabt. WB Tom. Oh, ich glaube, ich habe einmal schon auszusehen wieder gesetzt. Kann das sein? Ich habe nämlich einmal eben... Ja, doch, bei mir ist schon wieder was da. Darf's nochmal alles abreißen. Ich habe noch gar nicht alles abgerissen, weil ich das langsam abreiße, damit wir keine Rohstoffe verschwenden. Ah, okay, gut. Abgesehen, ich meine, bei Holz verschwenden ist mir das egal, aber... Ja, ja, Lehm ist auch fast egal, aber der Rest halt nicht unbedingt. So. Ach, schön. Muss warten, bis ich die Straßen abgerissen habe. Ja. Ja, ich habe eben schon einmal platziert, also der kann anscheinend auch so platzieren. Er kann auch so platzieren, aber alles, was er nicht platzieren kann, wird einfach gelöscht. Ja. Ist ein bisschen nervig. Weil ich eben nämlich auch so den platziert habe. Ach, unsere Stadt ist attraktiver geworden. Jetzt knapp. So. Die Wassersachen unten kann ich lassen, oder? Ja, die Schienen nur noch, genau. So. Was schreist du da hier oben die Straße einfach mal mit ab? Ja. Im Fall der Fälle. Könntest du die Schienen am Hafen ein bisschen weiter geradeaus einfach ziehen?
Dann habe ich einen besseren Ankerpunkt. Ja. Ich hoffe, dass wenn ich es denn jetzt gleich so platziere, einfach so 10 Blöcke oder sowas. Ich sollte sie auch gerade platzieren. Ich wollte gerade sagen. So. Oh, Baumaterial fehlt anscheinend bei manchen. Könntest du jetzt ja noch mal gebaut. Die Straßen, die quasi von dem Kraftwerk runtergehen zum Hafen, beide gerade durchziehen und gucken, ob das Kraftwerk auch unten die ganzen Quarzgruben alle mit hinbekommt. Ja, mit Steinstraßen musst du machen. Könnte nämlich, glaube ich... Das Kraftwerk da. Das letzte. Kommt denn nicht mit? Oder? Wie viel nicht? Ein Teil bekommt er mit. Ne, zwei. Zwei Kacheln. Also er muss nicht komplett, es muss nur ein einziges Kap... Ja, zwei Kacheln an Strom kriegt er ab. Gut. Was haben Sie getan? Ja, reicht gerade eben so. Cool. So, einmal das weg. Keiner, einmal das weg. Das weg. Das weg. So. Ja, zu viele Transporter. Ich weiß. Wenn das euer einziges Problem ist... So, und jetzt kann ich hier nämlich die Handelskammer schön hinsetzen, ohne dass unnötig was nicht im Radius ist. So, ihr bitte einmal dahin. Und einmal so. Öl habe ich übrigens auch schon bei dir rübergeschifft. Ja, ich habe die Produktion davon schon gestartet. Wunderbar. So, und wir haben den dritten Pendlerkall. Die drei Hauptinseln sind verbunden. Oh, ist das schön. Ich habe in der ganzen Zeit 63 Öl produziert. Das ist relativ wenig. Ruder übernehmen. So. Ach, ist das angenehm. Ich habe mehr so. Produziert, aber der hat halt eine ganze Zeit, die der bis zum Hafen schiffen muss. Ah, gut, das ist häufig so. Aber bis dein Schiff da ist, voll. Ja. Ach, irgendwie bin ich froh, dass das jetzt gerade klappt. So. Sonst Messinghütte habe ich auch. Auch nochmal. Wir könnten vielleicht auch mal gucken, ob wir irgendwas Interessantes mit einer Messinghütte bekommen. Jetzt fange ich doch schon an, versuchen zu optimieren. Ach, alles Pathfinders Schuld. Nur weil du es gesagt hast, sonst hätte ich da wahrscheinlich gar nicht dran gedacht. Ja. Nee, die ersten Sachen, die optimiere ich eigentlich meistens nicht. Meistens mache ich auch bei den Stahlwerken kein Kraftwerk hin, sondern ein Item, was Strom gibt. Weil es gibt halt auch Items, die Strom liefern, sozusagen. Weil... Hamsterrad. Ja, so in etwa. Finde ich meistens ein bisschen effizienter. Und den Öltanker nicht. Nun. So, ja, 50.000 zahlen wir, kein Problem. Portokasse. Aber das heißt, ich muss denn ja eigentlich keinerlei Zement mehr produzieren. Prinzipiell nicht, wenn du das alles mit dem Item machen willst. Ja. Also ich sag mal, wenn du so viel Lehm produzieren kannst... Ich muss halt auf jeder Insel dann das ganze Lehm abbauen. Ja, erstmal gucken, wie viel wir denn überhaupt wirklich brauchen. Du musst das hin und her schiffen. Na gut, das Hin- und Herschiffen ist, glaube ich, nicht mal unbedingt das Problem. Beim schlimmsten Fall, ich meine, wenn die Ziegel voll sind, kann der den Lehm ja, das der für die Ziegel benutzt, dann einfach für Beton benutzen. So. Unser Geld geht aber ganz schön runter. Ja gut, die ganzen alten Produktionsstätten kannst du aber danach abreißen. Ja.
Lass ich aber noch stehen, solange bis wir vernünftig Handelsrouten fertig haben. Ja, bis das durch ist. So, dann würde ich gerne jetzt hier Mindestbestand von... Ich glaube 150 ist eine gute Zahl. So. Aber davon abgesehen, wenn das halt hochgezogen ist, haben wir halt auch mehr als genug von allem. Mhm. Das Einzige, was wirklich fehlen wird, ist halt Holz. Gibt's eine effiziente Weise, Holz abzufahren? Ich weiß es nicht. Die ganze Insel damit vollsetzen, auf 50% setzen. Sie sich nicht an den Damm folgen. Bald läuft alles wieder. Also, was bräuchten wir? Okay, also pro... Die Formel ist unvollständig. Ich bräuchte 6 Lehmminen. Dafür, dass ich das fertig mache. Das lohnt sich voll, dann kann man einfach Zement abreißen. Mhm. Ja. Weg mit dem Zement. Also könnte man irgendwann eigentlich nochmal wieder anbauen, aber aktuell lohnt sich halt Zement abbauen dann überhaupt nicht mehr. Okay, vielleicht hätte ich es noch stehen lassen sollen, bis wir das verbrauchen, also bis wir wirklich was produzieren. So, Schiffchen, Holz und Ziegel und Eisen. Ich hab hier die Einwohneraufgabe die ganze Zeit gesucht. Also. So. Wo hat Tobi die Konservenfabrik gemacht? Die hast du doch bestimmt bestreut. Klick doch einfach drauf. Ich bin im Fotomodus. Ach so, direkt am Hafen. So. Hä? Habe ich nicht eine Ölroute schon fertig gemacht? Ja. Man sollte vielleicht auch ein Schiff mit reinmachen, wenn man Öl haben möchte. Soll meistens helfen. Boah, mir graut es jetzt gerade ja schon davor, die ganzen Holzfäller fertig zu machen. Wenn ich mich gerade nicht verzähle, brauche ich 28 Holzfäller. Wie? Ich glaube, ich reduziere die Menge mal. Wie viel Holz brauchst du? 28 Holzfäller. Der Umgang mit ihnen. Also 14, wenn du die auf 50% laufen lässt. Nee. Das wären dann ja 100%. Ja, das wären 100. 16. Ich habe jetzt mal ein bisschen reduziert, weil ganz so viel Holz werden wir, glaube ich, nicht brauchen. Ja, komm, jetzt habe ich 8. Das heißt, ich bräuchte kann noch... Kann ja auch immer überall ein, zwei Holzfäller aufstellen, sonst hat ja nicht... Ja, natürlich. Also später machen wir sowieso ein ultimatives Setup, aber dafür brauchen wir erstmal die Weltausstellung. Also da ist das, dass man... Ich weiß nicht, ob ich das mal gezeigt habe. Wenn du mal auf die Produktionsinsel guckst. Ja. In etwa den Kreis, den ich jetzt mit Holzfällern gemacht habe, alle über 100%. Das ist krank, was man mit Items erreichen kann. Aber auch sehr häufig notwendig. Vor allem, wenn man ein bisschen übertreibt wie ich. Ja gut, wenn man aber so viele Einwohner haben will, muss man halt übertreiben. Ja, muss nicht, aber ich sag mal, schadet auch nicht. Na, kriege ich irgendwo noch 100? Ja. Ach, hier kriege ich auch wieder keine 100. Mensch. Seid doch nicht ganz so pingelig. Danke, 100. So. Ja, komm. Ach, shit. Toll, 99 nur. Ich will aber 100 haben.
ist immer noch 99. Willst du mich veräppeln?